Hallo meine Freunde da draußen und herzlich willkommen zum, wer hätte es gedacht, Dezember-Update. Ja, ich habe ja ich habe das ja so regelmäßig, dass ich einmal im Monat in der Regel ein Update mache und ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit, denn es ist dann doch einiges passiert, hat sich einiges noch geändert am Plan und deshalb. Was man da gerade hört, ist der Orkan im Hintergrund, obwohl mein Fenster zu ist, pfeift es hier, was irgendwie sehr creepy ist. Ja. Was wollte ich sagen? So, wer meine Kanalbilder schon beobachtet hat mal, der wird festgestellt haben, dass da jetzt nicht mehr steht 18 Uhr Gran Turismo 5, 20 Uhr Battlefield 4, sondern da steht jetzt einfach nur aktuelle Projekte Gran Turismo 6, denn das kommt morgen raus und ich habe es hier. So, ich hoffe, man hört es. Es ist noch eingepackt. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Das mache ich gleich alles. Ich freue mich schon. Ja, und darunter steht dann Assassin's Creed Black Flag Multiplayer und Battlefield 4 Multiplayer. Und das kommt unregelmäßig. Also ich werde jetzt nicht sagen, 20 Uhr kommt dies, das. Ich werde versuchen, täglich Gran Turismo 6 um 18 Uhr zu bringen, weil das ist halt einfach so unsere Norm irgendwie. Und was Assassin's Creed und Battlefield angeht, das kommt dann halt abwechselnd. Weißt du, wenn ich Bock habe, mal Assassin's Creed oder Battlefield im Multiplayer zu machen, dann mache ich's und lade es dann halt hoch. Das kommt dann wahrscheinlich auch so um 20 Uhr wie sonst, aber halt nicht mehr täglich. Ja, dann wollte ich noch eine sehr wichtige Sache erwähnen. Ich hoffe, dass die Leute das vielleicht schon umgestellt haben. Wenn man vielleicht Sicherheitsbedenken bei Google Plus hat, hat man in den Einstellungen bei Google Plus alle Haken auf privat gesetzt. Und das ist nicht gut. Privatsphäre ist ja soweit was ganz Tolles. Ich setze mich auch dafür ein und alles. Aber den oder das Auswahlmenü bei der Google Plus Einstellung, wer darf auf meine öffentlichen Beiträge antworten, da müsst ihr sagen, jeder. Sonst kann ich euch nicht antworten. Das ist jetzt zum Beispiel bei Dr. Tippfehler so. Der hat schon 3 Kommentare geschrieben oder so und ich kann nicht antworten, weil wahrscheinlich die Einstellung nicht passt. Ne, also öffentliche Kommentare muss so eingestellt sein, dass da auch jeder drauf antworten darf. Ansonsten kann ich leider nicht antworten. Dann versuche ich es und dann kommt die Meldung, weil du darfst nicht antworten. Oder ich kann es gar nicht erst versuchen. So, das wollte ich noch sagen. Und dann wollte ich noch eine Frage stellen. Und zwar handelt es sich dabei um den Titel von Gran Turismo. Wie soll ich die Folgen nennen? Das hatte ich auf Facebook und auf Google Plus schon gefragt und die Tendenz ist eindeutig. Ich möchte jetzt hier nochmal fragen, was ich im Endeffekt nehme, weiß ich noch nicht, das muss ich mir selbst überlegen. Aber ich werde da sicherlich eure Eindrücke mit einbeziehen. Und zwar kann ich das entweder so machen, ich werde euch das auch noch in die Kommentare schreiben, sodass ihr seht, was ich meine. Entweder so wie vorher, Let's Play Gran Turismo 5, Bindestrich, beziehungsweise Let's Play Gran Turismo 5, Folgennummer, Bindestrich, Folgentitel und dann dahinter noch ein paar Eigenschaften wie HD und German oder so, ne, wie gehabt. Oder ich mache das so, Gran Turismo 6, Folgennummer, Folgentitel, ein paar Eigenschaften und dahinter nochmal Let's Play GT6. Ich glaube, dass das zweite das bessere ist, weil das eher so die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn man es in der Abo-Box sieht. Wenn ihr das nicht mögt, dann kann ich es natürlich trotzdem weglassen. Ich muss mal gucken. Von den Suchbegriffen her ist, glaube ich, beides mehr oder weniger gleich. Vielleicht ist das zweite sogar ein bisschen besser. So, ja, ich möchte euch nicht länger aufhalten und vor allen Dingen möchte ich mich auch nicht länger aufhalten. Ich möchte Gran Turismo installieren. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr da gerne hättet als Titel. Und ansonsten hoffe ich mal, dass man sich mal wieder sieht unter dem einen oder anderen Video. Bis dann. Tschüss.